Florida. This is the Camping World Stadium, and today it will be center stage for another must-see round of the Monster Energy AMA Supercross. We're just a few minutes away from the beginning of today's qualifying session. I am Daniel Blair, and I'm here with Ricky Carmichael, ready to watch the world's fastest hit the track. Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Monster Energy Supercross 5 hier in Orlando. Ich habe gar nicht geschaut, ob ich hier unbedingt gewinnen muss für die Trophäe, aber naja, eigentlich ist ja immer unser Ziel zu gewinnen, aber es ist halt dann ärgerlich, wenn man nicht gewinnt und die Trophäe eben nicht hat. Aber ja, vor allem wenn man dann sehr knapp vielleicht Platz 2 wird. Aber mal schauen, wie hier die KI fahren wird. Gut, schlecht, mittelmäßig. Mal gucken, wie ich fahren werde. Schlecht. Ja, das war natürlich von vornherein auch schon klar. Das wusstet ihr alle schon, bevor ihr auf das Video geklickt habt. Okay. Das war natürlich schön. Vielleicht zweimal hintereinander, aber egal. Wir schauen uns kurz die... Guck mal, wie weit ich jetzt plötzlich fliege. Ich habe nicht mal richtig viel Schwung genommen, aber es war ein bisschen heftig. So, eigentlich will ich mir die Runde mal schön anschauen. Oh nein, nicht schon wieder so eine Kurve. Ja, sehr schön. Wenn es sich aber die ganze Zeit hinlegt, dann weiß ich. Aber die Strecke aber sich auch nicht so geil anschauen. So, hast du ihn eigentlich gerade hingelegt? Gar nicht genau gesehen. Plötzlich Lager. Und da komme ich wieder. Ich bin zu weit links. Ich habe heute irgendwie so einen Linkstrahl. Den haut es auch wieder hin. Okay. War das nicht gerade der von vorher? Ich glaube, der macht mir so ein bisschen nach. Der denkt so, hey, guck mal, der ist Tabellenführer und der hat doch irgendwelche miesen Tricks auf Lager. Ja, genau. Ich lege mich einfach immer hin. Das ist mein mieser Trick, Leute. So, den Anfang kann ich. So halb. Ja, die Kurve war jetzt nicht so geil. Aber okay, hier sollte man vielleicht... Ja, aber fast ein bisschen zu weit. Nicht so viel Gas. Hier. Oh Mann, jetzt komme ich nach rechts. Alles klar. So, geht einigermaßen, weiß nicht. So, zumindest mal übers Waschbrett komme ich. Hier ein bisschen aufpassen. Hier dann eigentlich auch. Wollen wir gar nicht so viel Gas geben, weil... Hier gleich der nächste Sprung. So, ah, leider nicht ganz geschafft. Müssen wir ein bisschen schneller sein. Ja, toll, jetzt komme ich hier halt auch schlecht rein. Bin mir nicht sicher, habe ich hier wirklich... Ich glaube, ich habe hier nicht gewonnen. Bin mal ein bisschen unsicher. So, hallo! Ganz ruhig, Kollege. Jetzt bin ich mal gespannt auf meine Zeit. Platz 1 mit 3 Sekunden Vorsprung. Alter. Wenn ich hier irgendwie gut fahren würde, dann würde ich hier wohl nochmal 3 Sekunden rausholen. Würde ich jetzt mal so ganz schwer behaupten. Also wenn einer richtig gut gefahren wäre, der wäre dann nochmal sicherlich schneller gewesen. Alter, ich bin gerade! Was ist denn jetzt los? Okay, jetzt hauen wir einmal hier aus der Kurve raus. Ich wollte schon sagen, jetzt hauen wir eine richtig geile Zeit raus. Jetzt haben wir aber schon wieder so einen groben Schnitzer hier in der Runde drin. Deshalb schauen wir mal, wie es hier ablaufen wird. Ah, toll, jetzt kriege ich den Sprung hier nicht hin. Weil davor war noch so ein kleiner Sprung, der gar nicht so gut war. Kommen wir hier fast gut durch. Ich hätte hier, glaube ich, einen Triple machen müssen, damit wir am Ende gut rauskommen. Aber jetzt bin ich mal gespannt, ob ich mich besser... Ich glaube schon. Ja, eben, guck mal. Nochmal eine Sekunde. Es waren aber trotzdem nochmal so... 2-3 Aktionen in der Runde, wo ich gar nicht so geil fand, eigentlich. So, jetzt sind wir ein bisschen langsamer, aber ich meine, es reicht eigentlich ja schon mehr als genug. This was the end of the qualifying sessions. The checkered flag is flying at the finish line for the riders of the 450 category. Let's see the results. Ja, ich muss aber immer mal die Zeiten einprägen. Also wir haben fast eine Minute und die anderen 1,3,5 kann man sagen. Und dann bin ich mal gespannt, wie sie im Rennen fahren. Ist manchmal sehr verschieden mit den Zeiten. Welcome to Florida. I'm Daniel Blair and here with me is Ricky Carmichael to commentate a new round of Monster Energy AMA Supercross. Hi Daniel. The Orlando Stadium is a magnificent backdrop for tonight's track. There will certainly be amazing battles to watch. The main event starts soon. Capturing the whole shot will be key, and I'm ready to get it started.
Listen to the roar. This rider is the audience's favorite, and if we look at the results, it's not hard to understand why. Ja, okay. Sie sind auf Kämpfe gespannt. Ich hab's eigentlich nicht so ganz. Wäre natürlich schön. An sich wäre es natürlich schön, wenn wir schön vorne fahren, aber es scheint dann manchmal, ja, ein bisschen langweilig so alleine. So, schauen wir mal. Ey, Mann, ich traue mich nicht immer so früher loszulassen. Jedes Mal, wenn ich früher loslasse, fahre ich gegen Skate. Aber nur gut. So, jetzt sind wir ein bisschen hier im Tumult drin. Was haben wir denn? Achter gerade? Das kann sich ja immer schnell ändern. Eine Kurve und dann sieht es anders aus. So. Ah, oh, hallo. Kommt einer von oben runter geregnet. So, jetzt schon mal zum Beispiel Vierter hier. So, wird es vielleicht doch ein Kampf. Oh, Ken hier vorne. Hat Ken den Holeshot gemacht? Ich weiß es gar nicht. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich glaube nicht. Wie gesagt, ich habe gar nicht drauf hingeschaut. Ja, toll. Und ich habe schon einen Sturz. Wenn Ken jetzt gut durchfährt, kriegt er da in der Rivalität schon mal einen Punkt. Da muss ich halt die Bestzeit und... Ja, super. Und die Platzierung und so machen. Holeshot haben wir wohl beide nicht. So, jetzt müssen wir aber jetzt nicht wieder nach vorne kommen, ey. Gibt's ja gar nicht. Ups. So, eieieiei. Nicht hingeflogen, aber wäre ich hingeflogen, wäre ich, glaube schneller wieder auf den Track zurück gewesen. Wenn ich nur mal so gesagt haben. Yay, 21. Das Ganze aus eigenen Fehlern. Oh, 22. Sehr nice. Das macht doch mal Spaß. Jetzt halt mal hier gut fahren. Oh, sorry. So, ja, jetzt lande ich hier auf dem... Ja, komm mal. Okay, das tue ich jetzt ehrlich zurückspulen. Das ist doch mies, ey. Einer fliegt einfach auf mich drauf. Und dann haut es mich dadurch hin. Muss ich ja ein bisschen nach vorne kommen, ey. Wenn ich einen eigenen Fehler mache, ist so eine Sache, aber wenn du durch einen anderen wieder dich hinlegst. So, come on, einmal hier durch. Das war fast schon zu weit. Alter, genau. Weißt du, da drückt er mich jetzt hier noch raus, aber es bringt mir halt auch nichts. Toll, oh, ich verliere halt wieder zig Positionen. Ja, hier komme ich auch immer so angeschossen in die Kurve. Okay, war das mein eigener Fehler oder nicht? Keine Ahnung. Bin mir unsicher, ich lasse es mal so stehen. Alter, 2 Minuten noch. Passieren so viele komische Dinge. Ja gar nicht. Jetzt bin ich schon wieder direkt 13. Auch ganz nice. Dass sie gerade bleiben. Oh, jetzt bin ich hier sehr... Oh, come on. Okay, es zählt nicht als Abkürzen. Das war jetzt so meine Befürchtung. Entweder, dass es mich hinhaut oder, dass ich sowieso zurückgesetzt werde, weil es als Abkürzen zählt. Irgendwie ging es eigentlich. 13. Oh, komm wieder weit raus. Aber keine Berührung. Oh, sorry, Marvin. Tut mir leid. Ganz ruhig. Na, kommt er natürlich wieder. Wobei wir im Endeffekt doch vorne sind. Eieiei. Was ist denn hier los? So, Platz 9, hey. Eine Minute später. Noch eine Minute, hey. Ganz schön nach vorne gekommen. Aber es läuft jetzt langsam einigermaßen. Es sind noch so ein paar Dinge drin. Ja, toll. Nice. Ja, das zählt natürlich jetzt ganz sicher als Abkürzen. Aber wenn du hier wieder so mega rausgeschoben wirst,
Wo war denn der? Irgendwie das... Kommt mir hier nicht gerade hin. Der Dee Wilson hat uns da ganz schön behindert. So, jetzt sind wir Achter. Vielleicht Neunter. Nee, wir bleiben auf der Acht. Na, okay, er kommt hier innen durch. So, eieiei. Achtung. Nicht zu hart dagegen. So, eieiei, dass ich hier die Landung schaffe. Hätte ich jetzt auch gerade nicht gedacht. Ich dachte, dass wir die Geschwindigkeit haben, dass es reicht. Ah, es war ein bisschen zu weit. Ja, toll. War ich da so gut gerade dabei. Na, weg hier. Alter, jetzt komme ich hier mal so weit rüber. Oh, Ken! Hä? Ich bin ja schon Platz 6. Ken ist aber auch ein bisschen nach hinten. Okay. War der nicht auf 2 oder so? Na toll. Jetzt war ich hier so ein Rotz zusammen. 2 Sekunden. Was ist denn hier los? Kommen sie plötzlich hier alle angeflogen? Ey, Marvin! Verfolgt mich! Habe ich den nicht irgendwie so auf Position 13, 14 überholt? Jetzt bin ich hier auf Platz 6. Er ist immer noch da. Alter, das müsste meine Rivale sein hier. Oh, hallo Ken. Oh, jetzt ist noch hier einer draußen. Oh, okay, ich springe über alle rüber. Arsch, verdammt. Ist jetzt keiner hinter mir? Schon, ne? Ich dachte, der wäre vielleicht auch noch vorbeigefahren. So wie ich gerade gefahren bin oder hängen geblieben bin. So, letzte Runde. Oh, aber die 3 Positionen kriege ich hier nicht hin. Das wäre ja schon ganz geil, aber ich glaube es nicht. Vor allem sind die... Also vor allem Platz 1 ist ein bisschen weiter weg. Ja, genau, so macht man das. Mal gleich wieder von 3 Leuten überholt. Eigentlich wollte ich 3 Positionen nach vorne machen, nicht nach hinten. Danke für die Stütze hier gerade. Das war ganz gut. Alter, Stuart. Oh, nein, 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 nein. Oh, hier wieder schön dagegen. Come on, ich muss Ken noch bekommen. Ja, so aber nicht. Ah, genau. Ja, noch eine schöne Landung hier hin machen. Alter, hier regnet es schon wieder. Irgendwelche Motorräder und Fahrer. Alter, was ist denn das hier? Weil die tun mich mit Absicht behindern. Gibt's ja gar nicht. Weißt du, da war ich eigentlich Platz 4. Also Platz 4 hätte doch locker sein können. And the last rider crosses the finish line, marking the end of this evening's main event. Let's go see the final results. Komm, wie schnell die schon wieder alle sind. 59,1. 59,5. 59,1. 59,79. Die sind alle durchweg besser als meine Zeit im Qualifying. Okay, ich habe auch, glaube ich, 3 Sekunden nochmal drauf gehauen. Oder eigentlich weggenommen. Ich hatte, was hatte ich? 59 oder fast 1 Minute. Die sind alle besser als ich. Was ist denn los bei denen? Hammer. Oh je, oh je. Platz 1. 23 Punkte Vorsprung. Immer noch. Ja, Ken. Obwohl, Ken war ja schon weiter vorne dann. Mich hat sie dann wieder ganz schön nach hinten gehauen. Eigentlich sieht es ja so ganz, haben wir einen guten Vorsprung, aber es ist halt wieder krass, wie schnell es passiert ist, dass wir, ich glaube, in der letzten Runde, Anfang der letzten Runde, waren wir Platz 4 und dann 12. Ziemlich nice, oder? Nicht mal einen Holdshot gemacht. Und Rivalität mal wieder verloren. Bestzeit, okay. Ja, aber nur gut. Hätte ich jetzt den Holdshot noch gemacht. Oder die Rennplatzierung, aber ne, egal. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Part. Hoffentlich wieder. Bis dahin wieder schauen und reingehauen.